Sonnenschutz, Sonnenschutz. Du weißt, wir spielen in der Halle, oder? Dafür ist Lichtschutzfaktor 15. Wir sind spät dran. Die DAX sind eine überlegene Organisation, die den Rekord von 10 Landesmeisterschaften hält. Ein wenig anders als die DAX der 90er. Ich muss dich streichen. Wenn du im Eishockey nicht gut bist, dann gib dir keine Mühe. Gib dir keine Mühe? Mom, bitte. Sollten Kinder nicht aus Spaß Sport treiben können und dürfen? Stephanie, du erscheinst zum Eishockeytraining deiner Kinder mit 2 Privattrainern. Nein, ich bin Jugendsportpsychologe. Okay, wir sind hier raus. Ich lass nicht zu, dass dir die DAX Eishockey wegnimmt. Denk mal an all die anderen Kinder, denen gesagt wurde, sie seien zu langsam oder zu klein. Die wollen nur aufs Eis und spielen. Freaks. Er macht einen Witz, oder? Gründen wir unser eigenes Team. Sieh einer an, dein erster Teamkamerad. Körperlich bin ich sicher kein Gewinn. Ich habe eher einen Podcast-Körper. Um ein Team zu sein, benötigt man eine Team-Eishalle und einen Coach. Das ist Gordon Bombay. Gordon Bombay? Gordon Bombay. Sie haben wohl das Schild nicht gesehen. Ich hasse Eishockey und mag keine Kinder. Sie leiten eine Eishalle. Verrückt, hä? Das sind Verlierer. Wir sind keine Verlierer. Schiri, haben Sie das denn nicht gesehen? Erledigen Sie Ihren Job, verraten Sie jemanden. Wir wissen beide, dass Sie bei den Kids so viel bewirken könnten. Ich bin mein Leben lang dem Eishockey hinterhergejagt und habe nichts vorzuweisen. Sie haben uns. Ich hatte immer das Gefühl, ich halte nur durch. Aber das ist vorbei. Sie haben zu lange zu viel Mist geschluckt. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber ich versuche, einen anderen Weg zu gehen. Hier geht's um mehr als Eishockey. Es geht darum, dass sie für sich einstehen. Die wahre Größe eines Menschen misst sich nicht daran, wie oft er fällt, sondern daran, wie oft er wieder aufsteht. Du musst du selbst in die Hand nehmen. Ja! Oh. Leute, jetzt kommt schon, lasst euch nicht entmutigen. Wir sehen uns das an, damit wir besser werden. Das ist wie ein Schnellkurs für Verlierer.